Hartkeks-Panzerplatten. Irgendwie klingt das sehr gefährlich. Was diese Teile können, ja, das schauen wir uns gemeinsam an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese Panzerplatten-Hartkeks-Teile. Und ich bin ja Österreicher, das heißt, ich habe mit der Bundeswehr so überhaupt nichts am Hut. Aber ich habe mich informiert. Und angeblich gab es die bei der Bundeswehr sozusagen Hartkekse als Panzerplatte, weil die einfach so hart waren, dass man sie für überhaupt nichts anderes brauchen hat können, außer ja, zum Leute erschlagen, sind die halt dieser Kosenamen sozusagen entstanden oder umgangssprachlich. Da sind sie nun, diese Hartkekse oder diese Kekse grundsätzlich. Und ja, so hart sind die eigentlich gar nicht. Jetzt werden sie richtig schön angenehm, süßlich, eine tolle Sache. Was ist das Anwendungsgebiet? Weil da bist du ja wahrscheinlich jetzt nicht beim Mampfen zuschauen die ganze Zeit. Das ist ein Nachbau. Das heißt, die sind nicht original von der Bundeswehr. Die gibt es auch immer wieder im Netz. Die sind dann schon abgelaufen. Da sagen die Händler logischerweise, das sind nur Deko-Gegenstände logischerweise, halten aber ewig, auch wenn ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht. Aber es ist ja das Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber was wirklich interessant ist, das ist, die Ernährungswissenschaftler unter euch werden es mir verzeihen, eine extrem hohe Energiedichte. 100 Gramm haben 433 Kalorien. Und in dieser Packung sind 125 Gramm enthalten, also sind das, ich rechne hoch, 550 Kalorien. Wenn du es mir genau ausrechnen kannst, auf die Kalorie genau, schreib mal so unten als Kommentar, wie viel die haben. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Das Ganze ist sehr kompakt, ist sehr, sehr einfach gehalten und hat mehrere Vorteile. Deswegen habe ich es auch im Shop und zwar in der Kategorie Car Survival Kit, Auto-Notfall-Ausrüstungsteil. Warum? Die halten Hitze aus, sie halten Kälte aus, sie sind auch relativ stabil. Ich meine, sie sind nicht vakuumverpackt, so wie das zum Beispiel diese Survivor-Kekse hier sind, die aber auch deutlich teurer sind. Selbe Eigenschaften sonst, vakuumverpackt sind sie nicht, sondern einfach nur Luft, wasserdicht und auch vor Schädlingen, damit meine ich nicht die Knabberschädlinge, die Mäuse, sondern irgendwelches Getier, das herumfliegt, also Insekten, da sind sie geschützt und halten im Endeffekt alles auf. Und der große Vorteil ist auch, einmal aufreißen und du kannst gleich losfuttern. Das ist einfach super, du brauchst nichts kochen, du brauchst nicht lang nachdenken, kannst kalt essen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, auch von meinem T-Shirt, ja, don't be scared, be prepared, dann ist es ganz einfach so, dass man auch vorbereitet sein muss. Ich habe vor kurzem ein Video am Reini Rossmann Survival-Kanal gemacht, Link gebe ich da. Zum Thema, ob du in einer Krisensituation oder ob du auf das vorbereitet bist und hab Winter, Schnee, Chaos sozusagen ins Spiel gebracht. Und was vor 20, 30 Jahren noch ein normaler Winter war, wo man sagt, okay, ja, das ist halt so, ist heute die Katastrophe, Stromausfall, bibabo. Und es waren auch tatsächlich in Österreich, aber ich habe auch gelesen von deutschen Autofahrern, die über Nacht oder auch ein bisschen länger eingeschneit waren. Oder wenn wir zurückdenken, diese Winterkatastrophe, und das war wirklich eine Katastrophe in Norddeutschland, 78, 79, glaube ich, war das, DDR und BRD im Norden total niedergemacht, wo viele Leute tagelang eingeschneit waren. Und da ist sowas meiner Meinung nach, und ich habe halt diese Panzerkekse gewählt, weil die einfach deutlich günstiger sind als das Pendant, in meinem Auto. Die können in einen Rucksack dazu, die Kinder essen sie gerne, sie schmecken auch toll. Das Einzige, und das ist der Nachteil, du brauchst Wasser. Und zwar nicht, damit du sie essen kannst, sondern nachher. Die sind halt sautrocken. Das ist der Nachteil. Ich will jetzt dich nicht weiter strapazieren, denn es gibt eigentlich von meiner Seite her nichts mehr dazu zu sagen, außer Geschichtliches, aber das interessiert mich nicht so sehr. Das ist meiner Meinung nach Notfallausrüstung, die in jeden Haushalt gehört, die auch in jedes Auto und in jeden Rucksack gehört. Und da brauchst du dir nicht, weiß ich nicht, 500 Kilo kaufen, sondern eine Packung reicht, dass du mit 550 Kalorien zwar nicht deine Kampfleistung aufrechterhältst, sondern dass du etwas für den Kopf hast,
dass wenn du draußen bist und die Situation schwierig ist, wenn es kalt ist, wenn vielleicht du mit Kindern unterwegs bist oder mit Menschen, die nicht vorbereitet sind, die mit solchen Extremsituationen nicht schon im Kopf oder auch durch Training vorbereitet wurden und sind, ja, dann kannst du Essen austeilen, dass man sich wieder erdet, dass man runterkommt, dass man die ersten Schreckminuten, Schreckstunden, wo Panik vielleicht auch auftritt, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, stopp, ja, die Stopp-Regel machen kann, essen wir mal was. Und da kann ich es dir hundertprozentig empfehlen. Geschmacklich absolut in Ordnung, musst du aber selber ausprobieren, gibt es natürlich auch bei mir im Shop, schau dir das ganz einfach an. Ich meine, ich würde jetzt nicht ein Stück bestellen, einfach nur so, weil das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber ich gebe da auch den Link auf Amazon, dort gibt es Primer-Angebote, glaube ich, halt in größeren Mengen, besorgt er das und schaut er das ganz einfach an. Und ja, Mahlzeit! Ich mag dir um einen Kommentar bitten, Daumen nach oben oder nach unten, Link zum Produkt gibt's unten, muss dann einen Schluck Wasser trinken, Abo bei anderen Videos, ciao und Mahlzeit!